Ja, heute mal ein Video außer der Reihe. Und zwar geht es nicht ums Auto, sondern um dieses drahtlose Ansteckmikro von Hollyland. Also das ist die Verpackung, das ist das Mikro. Das gute Stück nennt sich Lark M1, weil alle coolen Kids heißen heute Lark M1. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es ein griechischer Gott oder eine griechische Göttin. Fakt ist auf jeden Fall, es handelt sich um ein Ansteckmikrofon. Und das Besondere an einem Ansteckmikrofon ist einfach, dass du mich auch von hier hörst oder von hier oder auch von hier. Und idealerweise immer in derselben Lautstärke, es sei denn natürlich, ich spreche einfach lauter ins Mikro. Laut Anleitung der Verpackung kann das Mikro eine, wie sagt man, eine Distanz von 100 Metern übertragen. Ich schätze mal, bis zur Straße sind es vielleicht 100 Meter. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht schätzen. Ich gehe einfach mal ein paar Schritte und zähle bis 1000 und vielleicht bin ich ja irgendwo an der Grenze der technischen Möglichkeiten von diesem Ansteckmikrofon Lark M1 von Hollyland. Du musst es öfter mal erwähnen. Bis gleich. Also wichtig auf jeden Fall bei, also generell bei Funkmikros, ist Sichtkontakt, weil wenn ich mich jetzt wegdrehe, müssen die Funkwellen ja erstmal durch mich durch, was ja recht schwierig ist, da ich aus Stahl bin. Also ich schätze mal, das sind ungefähr, ich weiß es nicht, ich habe vergessen zu zählen, 60 Meter, 50? Ich hoffe mal, man hört mich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich so weit von meiner Kamera entfernt sein sollte. Also man geht hier echt Meilen für einen Test, also Kilometer. Wir haben das metrische System. Ja, da bin ich wieder. Was kann ich sagen? Ich werde mal ganz kurz die Noise-Canceling-Funktion ausschalten, damit es mal so einen direkten Vergleich gibt. Moment. So, jetzt ist die Noise-Canceling-Funktion aus. Es gibt hier Windräder. Ich stehe direkt unter einem. Vielleicht hört man irgendwelche Nebengeräusche. Ich rasche mal mit der Jacke ein bisschen. Ich mache das mal wieder an. Und vergleich. Störendes, rasches Geräusch der Jacke sollte normalerweise nicht zu hören sein. Und die Windräder auch nicht. Ach so, das Mikro kommt übrigens noch zu einer wunderschönen kleinen Box. Und was ist noch dabei? Ach ja, ein Windschutz, also eine Dead Cat quasi, die den Wind rausfiltert. Das Ganze ist einfach anzubringen und auch einfach zu entfernen. Und es hält vor allem ganz gut. Warum habe ich das Gerät gekauft? Also ich brauche einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, wie man das so braucht. Ein Mensch braucht halt Freiheit. Und ich will halt unabhängig von der Entfernung zur Kamera einen guten Ton haben. Und ich bilde mir einfach ein, das funktioniert jetzt besser. Ich kann also die Kamera irgendwo im Raum aufstellen, meinetwegen in der Garage. Und ich habe immer guten Ton, in der Theorie. Wie gesagt, ich teste das zum ersten Mal heute und ich weiß nicht, wie es klingt. Da hinten fährt ein Bus, vielleicht hört man jetzt irgendwelche Nebengeräusche. Wenn nicht, perfekt. Ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Test ohne den Windschutz. Ich denke mal, so ein bisschen Wind hört man. Und wir haben es relativ windstill, aber vielleicht gibt es irgendeinen Unterschied zu vorher. Was gibt es sonst Spannendes zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich hoffe, wie gesagt, der Ton ist gut. Wenn ja, mache ich natürlich weiterhin Videos mit dem Mikro und freue mich an besserem Ton und freue mich, dass du besseren Ton hörst natürlich. Obwohl ich mich eigentlich viel mehr freue, wenn ich besseren Ton habe, weil ich bin ja einfach nur egoistisch. Das ganze Gerät verlinke ich dir mal in der Beschreibung. Das kannst du gerne bei Amazon kaufen. Über den Link, dann bekomme ich nämlich Provision. Ich schätze mal so 4 bis 5 Cent pro Einheit. Aber naja, vielleicht kaufen das ja 500.000 Leute, weil erfahrungsgemäß gucken meine Videos ja. Auf jeden Fall, ich kaufe es ja jetzt nicht, um Geld zu machen, sondern um einen besseren Ton zu haben. Und den habe ich hoffentlich. Wenn ja, schreib es in die Kommentare. Wenn du den Ton scheiße findest und die Idee von einem drahtlosen Mikro sowieso völlig Blödsinn, schreib es auch in die Kommentare. Wenn du irgendwas zu meiner neuen Frisur sagen möchtest, dann schreib es auch in die Kommentare. Wenn du gar nichts sagen möchtest, schreib es auch in die Kommentare. Ich denke mal, das war's. Also ein kleines Video, mal halt wie gesagt nicht zum Auto oder zum Camping oder Kochen an sich, sondern zu meiner neuen Errungenschaft, die mein Leben viel leichter macht. Ach ja, genau, leichter machen. Hauptgrund für den Kauf ist eigentlich folgender noch. Also angenommen, ich filme jetzt und will irgendwas erklären, dann würde ich normalerweise jetzt alles, was ich erklären möchte, in die Kamera labern. Dann würde ich zum Beispiel zum Auto schwenken. Und dann würde ich später am Rechner alles zusammenschneiden und überlagern. Vorteil jetzt, ich drehe die Kamera einfach und erzähle irgendwas zum Auto.
und brauche nur einen Schnitt machen, und zwar den, wie ich von mir wegdrehe. Ansonsten habe ich Ton und Bild synchron und wie gesagt in der gleichen Lautstärke, es sei denn, ich rede zwischendurch lauter. Das kann mal passieren. Ich bin ja kein Sprachkünstler, aber ja, das ist eigentlich der Hauptgrund für das Ganze. Ich denke, es lohnt sich, weil ich ja gerade noch viel über das Auto reden will. Und ich schätze mal, ich habe jetzt schon mindestens 5 Gründe gefunden, um dieses Gerät zu behalten. Vorausgesetzt, der Ton ist gut. Das werde ich nachher am Rechner merken. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Hier aus der Walachei mit ganz vielen Windrädern. Ich habe hier sogar schon mal Fotos gemacht in der Nähe. Das hat rein gar nichts mit diesem Video zu tun. Gut, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, frag mich. Aber die Fragen müssen klug sein. Keine dummen Fragen, keine Fragen zum Wetter, keine Fragen zu Lottozahlen. Frag mich doch mal, wie es mir geht. Das sind Fragen, die ich auf YouTube eigentlich kaum sehe. Meistens wird irgendwie gelabert, so, ja, tolles Video, mach doch mal irgendwas anderes. Oder es wird nur gefragt, ja, warum machst du das denn so und nicht anders? Aber niemand fragt auf YouTube, wie geht es dir? Hallo Stefan, wie geht's dir? Toll, dass du lebst. Zum Beispiel, das wäre doch mal ein schöner Kommentar, den du mir gleich unter das Video schreiben kannst. Ich bedanke mich jetzt schon. Bis demnächst. Ciao.